Mir gefällt es sehr gut. Die Umbauten sind wahnsinnig schön gemacht. Es ist wirklich eine gute Ambiance und ich glaube, das wird ein grosser Erfolg für das Alderstadion. Yeah.
Ich wollte Weltmeister. Die größten Musikstars. Fantastische Akrobatik. Ihr wollt Leidenschaft. Emotionen. Die beste Show. Dann kommt zu Art on Ice. Die erfolgreichste Eisshow der Welt ist zurück. Mit den Superstars James Morrison und Chaka Khan, Weltmeister Daisuke Takahashi und den Olympiasiegern Meryl Davis und Charlie White. Mercedes-Benz CSI Zürich 2017, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir heißen Sie recht herzlich willkommen zum zweiten Bewerb des heutigen Tages. Art on Ice präsentiert das Zwei-Phasen-Springen mit einem Preisgeld von 75.000 Schweizer Franken. Nächste Woche gastiert die Eiskunstlaufshow der Superlative hier im Hallenstadion. Vom 2. bis 5. Februar sehen Sie hier Eiskunstlauf in Perfektion und erleben Musik im Höchstgenuss. Soul-Funk-Königin Chaka Khan und Superstar James Morrison sorgen zusammen mit dem Zürcher Kammerorchester für den richtigen Sound. Sarah Meyer gibt für Art on Ice ein exklusives Comeback auf dem Eis. Und Publikumsliebling Stefan Lambiel wird ebenso verzaubern wie das Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot, die beiden bei den Europameisterschaften 2017 soeben mit Silber ausgezeichnet. Herzlichen Dank an die Eiskunstlaufshow der Superlative Art on Ice für die Ausstattung dieser internationalen Zwei-Phasen-Springprüfung. Wir dürfen Ihnen die Jury vorstellen, wird präsidiert in dieser Prüfung von unserem ausländischen Gast aus Norwegen, Carsten André Solle. Er wird unterstützt von den Richtern Bruno Laubscher und Alfred K. Boll, Schweiz. Die Zeitmessung gewährleistet wie immer durch unseren offiziellen Zeitnehmer Longines Timing. Am Mikrofon begleitet Sie Beat von Balmus. Der Parcours, aufgebaut auf zwei Phasen, mit einer Bahnlänge von 250 Metern in Phase 1, 8 Hindernisse, 10 Sprünge, die erlaubte Zeit 43 Sekunden. Und die zweite Phase über die Hindernisse 9 bis 14, Bahnlänge 260 Meter, erlaubte Zeit 45 Sekunden. Insgesamt haben sich 51 Paare eingeschrieben für den Start in dieser Prüfung. Und wir werden zuerst 8 Paare sehen, die quasi außer Konkurrenz eine Augenlaufprüfung absolvieren. Denn Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass heute Nachmittag beziehungsweise am Abend um 18 Uhr die LGT Private Banking Challenge stattfindet. Die Startmöglichkeit unserer Nachwuchsreiter, sich mit den weltbesten Stars zu messen. Und genau diesen Nachwuchsreiterinnen und Reitern gewähren wir in dieser Springprüfung Art on Ice Championat eine erste Möglichkeit, die Pferde an unsere Arena zu gewöhnen. Ab der laufenden Nummer 9 geht es dann weiter mit den internationalen Stars, die hier um das Preisgeld kämpfen werden. Bevor wir das erste Paar bei uns im Parcours begrüßen, möchten wir recht herzlich begrüßen in unseren Reihen Bundesrat Guy Parmelin und seine Gattin. Herzlich willkommen am Mercedes-Benz CSI. Bundesrat Guy Parmelin wird im Anschluss an diese Prüfung dann auch die Winners of the Year ehren, zusammen mit meinem Kollegen Damian Müller unter dem Patronat der Swiss Team Trophy. Die ersten Nachtreiterinnen und Reiter aus dem Nachwuchs, meine Damen und Herren, werden lediglich die erste Phase dieses Parcours, also die Hindernisse 1 bis 8, in Angriff nehmen. Und wir begrüßen das erste von Ihnen nicht weniger herzlich als auch unsere internationalen Stars, nämlich Kronos, ein 10-jähriger Holsteiner von Kartani,
mit dem Sieger des Amateurfinals am CSI Basel und Mitglied des Kaders der Jungen Reiter 2017, Henry Sturzenegger. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere jungen Stars sind zwar auch international hoch erfolgreich unterwegs und trotzdem ist eine solche Arena wie hier in Zürich auch etwas Spezielles für ihre Pferde, die mit Sicherheit weniger solche Arenen zu sehen bekommen haben bisher als unsere Stars, die dann im Anschluss zum Start kommen. 20 Strafpunkte sind es im Warm-up für Henry Sturzenegger. Zu uns in die Bahn gekommen ist Cheyenne, eine 14-jährige Zyangers Heide-Stute, und sie wird geritten von der Team-Europameisterin 2013 und der Schweizer Meisterin der Junioren 2013, nun Mitglied bei dem Kader der jungen Reiter Letizia Du Guedic. Vier Strafpunkte sind es für Cheyenne und Letizia Du Guedic. Somit haben diese Reiterinnen und Reiter die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, um dann ihre bestmögliche Leistung abrufen zu können, heute um 18 Uhr in der LGT Private Banking Challenge. Dann ist Guillaume Dirlot am Start. 13 Jahre alt ist der französische Hengst, der geritten wird von der fünften im Drei-Sterne-Großen Preis von Verbier im vergangenen Jahr, Aurelia Loser. Eine fehlerfreie Runde von Guillaume Dirlot und Aurelia Loser im Warm-up. Somit auch die beiden bestens gerüstet dann für den Hauptauftritt am heutigen Abend.
Der 12-jährige Hannoveraner Sauvignon von Stolzenberg ist das nächste Pferd in der Bahn. Auch seine Reiterin, Mitglied des Kaders der jungen Reiter der Schweiz, Mathilde Grüsche. Zwei Springfehler, somit 8 Strafpunkte. Das Ergebnis für Sauvignon und Mathilde Grüsche. Und dann kommt der 10-jährige französische Wallach Tarzan de Turin in die Bahn, geritten von Joël Courman. Auch Joël Courman ist Mitglied des Kaders 2017 der jungen Reiter. Vier Strafpunkte für Tarzan de Turin und Joël Courman. Und als sechstes von insgesamt 8 Paaren in diesem Warm-up für die Junioren und junge Reiter begrüßen wir den 9-jährigen in der Schweiz gekörten Hengst Lord Fantasy KWG von Lord Lennox. Ausgebildet vom Vater der Reiterin, die nun uns präsentiert. Sie ist Mitglied des Kaders der Junioren Elin Ott. Das sind 8 Strafpunkte für Lord Fantasy KWG und Elin Ott. Wie erwähnt, meine Damen und Herren, sind es Junioren und junge Reiter, die hier eine Startmöglichkeit erhalten, um sich auch mal mit den weltbesten Reiterinnen und Reiter zu messen. Junior ist man bis zum 18. Altersjahr und anschließend wechselt man zu den jungen Reitern bis 21, bevor dann der Schritt in die Eliteklasse bevorsteht.
Wir erwarten zwei weitere Junioren in diesem Falle, die hier noch ihr Warm-up absolvieren, um dann bestens gerüstet zu sein für ihren Auftritt heute Abend um 18 Uhr in der LGT Private Banking Challenge, wo dann auch unsere Expertin Jessica Kürten Feedback geben wird an unsere jungen Nachwuchsreiterinnen und Reiter. Zu uns in die Bahn gekommen ist der Schweizer Meister der Junioren. Er bringt Billy Yen an den Start, eine 9-jährige in Großbritannien gezogene Stute, Eduard Schmitz. Vier Strafpunkte für Billy Yen und Eduard Schmitz. Und zum Abschluss dieser 8 Nachwuchsreiterinnen und Nachwuchsreiter. Cupido T, 15 Jahre alt, in Belgien gezogen, geritten von Alexia Jacques. Auch Alexia Jacques ist Mitglied des Kaders der Junioren. Ebenfalls 4 Strafpunkte sind es für Alexia Jacques und Cupido T. Der Parcours, die Hindernisse werden nun leicht erhöht für das eigentliche Art on Ice Championat. Nun also kommen die Stars des Mercedes-Benz CSI zum Zug in einer 2-Phasen-Springprüfung. Die erste Phase Hindernisse 1 bis 8, alle Paare, die fehlerfrei bleiben in dieser ersten Phase und auch innerhalb der erlaubten Zeit von voraussichtlich 43 Sekunden, gehen direkt weiter in eine zweite Phase über die Hindernisse 9 bis 14. Und der Sieger ist am Schluss wohl derjenige, der beide Phasen fehlerfrei und die zweite Phase in der schnellsten Zeit absolviert hat. Wir werden nach der laufenden Nummer 26 eine kurze Pause einschalten für die Pflege des Bodens, falls Sie eine Startliste in Ihren Händen halten. Und leider haben wir eine schlechte Nachricht an dieser Stelle noch zu überbringen. Wer heute Morgen bereits in der Halle war, hat es miterlebt. Martin Fuchs, der großartige Sieger des Longines Grand Prix von gestern Abend, ist beim Toshiba Jokerspringen leider gestürzt und hat sich verletzt. Er weilt zurzeit noch im Spital für nähere Abklärungen. Wir werden Sie selbstverständlich informieren, sobald wir Neuigkeiten haben zu seinem gesundheitlichen Zustand. Aus diesem Grund kann er natürlich nicht, wie vorgesehen, in dieser Prüfung zum Start gehen. Er hätte die laufende Nummer 20 gehabt und wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder zurück ist im Sattel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir zum ersten Start kommen, der Parcours bereit ist,
möchten wir uns einmal ganz recht herzlich bedanken bei allen Helferinnen und Helfern, die es möglich machen, diesen Mercedes-Benz CSI durchzuführen, stellvertretend dafür unsere Parkour-Mannschaft. Herzlichen Dank. Und nun kann es losgehen mit dem Art on Ice Championat. Die internationale Zwei-Phasen-Springprüfung wird eröffnet durch die 9-jährige belgische Stute Ichi van Het Lambrück von Berlin. Wird geritten von Abdel Said aus Ägypten, from Egypt. Geht weiter in Phase 2, deuxième Phase, Second Phase. Wir haben zwei Fehler in Phase 2, somit 8 Strafpunkte, 34,20 Sekunden. 8 points in deuxième phase, 34 Sekunden, 20 centièmes. 8 penalties in second phase, 34,20 seconds. Courage TZ ist eine 9-jährige Zangers Heidestute von Calvino Z und wird geritten von Julia Jiles aus Finnland. Vier Strafpunkte in Phase 1, 40,06 Sekunden, 4 points, première phase, 40 Sekunden, 6 centièmes, 4 penalties in the first phase, 40,06 seconds. Und bei uns in der Bahn ist die 11-jährige in Dänemark gezogene Stute Alpführens Happiness. In ihrem Sattel sitzt der amtierende Weltcup-Sieger Steve Gerda, Schweiz.
8 Strafpunkte, Phase 1, 38,71 Sekunden. 8 points, première phase, 38 Sekunden, 71 centimes. 8 penalties in the first phase, 38.71 seconds. Im Anschluss an das Arthur-Nice-Championat, dann die Siegerehrung und dann bitten wir Sie bereits jetzt, meine Damen und Herren, um 13.30 Uhr pünktlich zurück zu sein in der Halle. The Winners of the Year, die Ehrungen unter dem Patronat der Swiss Team Trophy stehen an. Es wäre schön, wenn Sie diesen Ehrungen beiwohnen würden. Es werden die besten Veranstalter, die besten Reiterinnen und Reiter und die besten Pferde des vergangenen Jahres geehrt. Und wir werden einen emotionalen Moment gemeinsam erleben mit der Verabschiedung zweier vierbeiniger Superstars aus dem Springsport. Mittlerweile ist das nächste Paar zu uns in die Bahn gekommen. Una de Kerglen HDC ist die neunjährige französische Stute, die bei uns ist mit Kevin Stott, Frankreich. Fehler beim letzten Sprung der ersten Phase, 4 Strafpunkte, 40,01 Sekunden, 4 points, première phase, 40 Sekunden, 1 centième, 4 penalties in 40,01 seconds. Bisher erst ein Paar in der zweiten Phase, nämlich Eröffnungsreiter Abdel Said und Ichi van et Lambroek. Dort mit zwei Hindernisfehlern führt er das Klassement an, nach den ersten vier im Art on Ice Championat. Nächste Woche gastiert Art on Ice hier im Hallenstadion vom 2. bis 5. Februar. Können Sie Eiskunstlauf in Perfektion erleben und Musik in Höchstgenuss. Zu Gast sind Soul-Funk-Königin Chaka Khan und Superstar James Morrison, die gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester für den richtigen Sound sorgen. Und die Stars auf dem Eis, Sarah Meyer, Stefan Lombiel und das Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot. Weiter geht's mit Zuckersüß d'Argilla. 10 Jahre alt ist die Holsteiner Stute von Casal. Wird geritten von Holger Wulschner, Deutschland, Germany. Geht weiter in Phase 2.
Wir haben 4 Strafpunkte in Phase 2, 40, 2,0 Sekunden. Das ist die Führung aktuell für Holger Wolschner und Zuckersüß Dargilla. 4 points, 40 Sekunden, 20 Centimes in the second phase for penalties. 40.20 seconds. Foyka van den Bischop ist 11 Jahre alt, in Belgien gezogen, die Stute von Vigo Darzouy, geritten von Jane Richard Phillips, Schweiz. Vier Strafpunkte in Phase 1, 40, 4,0 Sekunden, 4 points, première phase, 40 Sekunden, 40 Centimes, 4 penalties in the first phase, 40.40 seconds. Tempo de Pavon ist ein 10-jähriger Wallach, das nächste Pferd am Start im Artonice-Championat wird vorgestellt von Olivier Robert, Frankreich, France. Zweite Phase, deuxième phase, second phase. Fehler am allerletzten Sprung in Phase 2, 4 Strafpunkte, 35, 9, 8 Sekunden, 4 points, 35 Sekunden, 98 Centimes, deuxième phase in the second phase, 4 faults, 35.98 seconds. Trotzdem reicht das zur Führung im Art on Ice Championat. Noch kein Paar über beide Runden fehlerfrei. Und die nächsten, die diesen Versuch starten, dies zu erreichen, sind Echo de Lobry, ein 13-jähriger belgischer Hengst mit Dennis Lynch, Irland, Ireland.
Jawohl, und die beiden haben es geschafft. Die erste fehlerfreie Runde in Phase 2, 33,10 Sekunden, somit die Führung für Echo de Lobry und Dennis Lynch. Sans faute, 33 Sekunden, 10 centième, deuxième phase, première place. A clear round in the second phase, 33.10 seconds. He takes the lead so far. Der Start ist freigegeben für die nächsten beiden. Wir begrüßen Uptown Boy, 16 Jahre alt, in den Niederlanden gezogen, geritten von Janika Sprunger, Schweiz. Vier Punkte, 41,65 Sekunden, Phase 1. 4 points, première phase, 41 Sekunden, 65 centième. 4 penalties in the first phase, 41,65 seconds. Der 13-jährige belgische Hengst Eldorado van het Weiwerhof ist am Start im Sattel Gregory Wattle, Belgien, Belgium. So. Ohne Fehler in 33,33 Sekunden in Phase 2. Das ist Platz 2 für Gregory Wattle, Eldorado van het Weiwerhof. Deuxième place, sans faute, 33 Sekunden, 33 centième. The second place so far, with a clear round in second phase, 33.33. Weiter geht's mit der 11-jährigen in Westfalen gezogenen Stute Kula Lu von Chaco Blue. Geritten von Yuri Mansour aus Brasilien, from Brazil.
4 Strafpunkte in der ersten Phase, 39,29 Sekunden, 4 Points. Première Phase, 39 Sekunden, 29 Centièmes. 4 Faults in der first Phase, 39,29 Seconds. Wir haben bisher zwei Paare gesehen, die fehlerfrei geblieben sind. Über beide Phasen in Führung liegt Dennis Lynch aus Irland mit Echo de l'Aubry. Seine Bestmarke ist 0 Punkte und die Zeit aus Phase 2, 33,10 Sekunden. Währenddem wir das nächste Paar erwarten im Art on Ice Championat. Noch einmal der Hinweis an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seien Sie im Anschluss an die Siegerehrung rechtzeitig zurück um 13.30 Uhr auf Ihren Plätzen für die Ehrung der Winners of the Year unter dem Patronat der Swiss Team Trophy. Es lohnt sich auf jeden Fall bei diesem emotionalen Moment dabei zu sein. Und hier kommt Uttamaro Dekosin von Diamant de Semi, der 13-jährige belgische Hengst unter dem Sattel von William Whittaker, Großbritannien, Great Britain. Vier Strafpunkte, Phase 2, 44,64 Sekunden, 4 Points, deuxième Phase, 44 Sekunden, 64 Centièmes, 4 Faults in the second Phase, 44,64 Seconds. Hidalgo SX, 10 Jahre alt, in Belgien gezogen, ist am Start. Er wird geritten von der aktuellen Nummer 1 der Longines-Weltrangliste, Daniel Deusser, Deutschland, Germany.
Wir haben 8 Strafpunkte, 43,57 Sekunden. 8 points, 43 Sekunden, 57 centimes, 8 penalties in 43,57 seconds. Die 10-jährige in den Niederlanden gezogene Stute Koplandra ist das nächste Pferd am Start. Sie wird geritten vom zweiten im Longines Grand Prix von gestern Abend, Carlos Enrique López Lizarazo aus Kolumbien, from Colombia. In der ersten Phase sind dies 8 Strafpunkte, 39,90 Sekunden. 8 points, première phase, 39 Sekunden, 90 centièmes, 8 penalties in the first phase, 39,90 seconds. Das nächste Paar im Art-on-Ice-Championat ist Capoeira, der 14-jährige Oldenburger von Come On mit Nadia Peter Steiner, Schweiz. Ohne Fehler in 37,20 Sekunden. Nadia Peter Steiner und Capoeira übernehmen Platz 3. Troisième place, sans faute, 37 Sekunden, 20 centièmes, third so far, a clear round in 37,20 seconds. Und es verbleiben 3 Paare, bis wir eine kurze Pause einschalten im Art-on-Ice-Championat für die Pflege des Turnierbodens. Angel van 't Hof ist am Start. 11 Jahre alt ist die belgische Stute von Chin Chin, wird geritten von Nils Bruinsels, Belgien. Vier Strafpunkte, Phase 1, 38,74 Sekunden. 4 points, première phase, 38 Sekunden, 74 centièmes,
24 penalties in the first phase, 38.74 seconds. Benito ist der 11-jährige Niederländer von Valentino, der nun zum Start kommt mit Mari Longem, Norwegen, Norway. Vier Strafpunkte, 41,27 Sekunden, 4 points, 41 Sekunden, 27 centièmes for faults, 41.27 seconds. 3 Paare bisher fehlerfrei in Phase 2. Es führt Dennis Lynch aus Irland vor Gregory Wattle, Belgien, und Nadia Peter Steiner, Schweiz. Wir erwarten bei uns in der Bahn das letzte Paar, bevor wir eine kurze Pause einschalten für die Pflege des Bodens. Sie dürfen im Anschluss gerne auf Ihren Plätzen sitzen bleiben. Es dauert nicht lange und dann ist auch der Boden und der Parcours bereit für die zweite Hälfte des Teilnehmertableaus im Art on Ice Championat. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Offenbar hat es seit Verwirrung gegeben auf der Startliste. Fabio Cotta ist noch nicht ganz bereit und somit kommt er erst nach der Pause für die Bodenpflege zum Start. Somit machen wir die Pause nun und fahren in wenigen Augenblicken weiter.
Alles ist bereit, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Fortsetzung des Art und Ice Championats der internationalen Zwei-Phasen-Springprüfung. Das Klassement angeführt von Dennis Lynch, Irland, mit 0 Punkten, Phase 2, 33,10 Sekunden. Und nun sind die nächsten beiden bereit, um nach der Pause zu eröffnen. Hier sind Tess de Jalen, die 10-jährige französische Stute von Baloubet du Roue, mit Fabio Crotta, Schweiz. Vier Punkte in Phase 2, 37,83 Sekunden, 4 Points, deuxième Phase, 37 Sekunden, 83 Centième, 4 Penalties in Second Phase, 37,83 Seconds. Der Start ist frei für den 9-jährigen Holsteiner Hengst Chili Willi von Casal, geritten von Nicolas Philippatz, Belgien, Belgium. Zwei Springfehler, 8 Punkte in Phase 2, 39,81 Sekunden. 8 Points, deuxième Phase, 39 Sekunden, 81 Centième. 8 Penalties in Second Phase, 39,81 Seconds. Der 12-jährige in Westfalen gezogene Hengst Cornado von Cornet Obolensky ist das nächste Pferd, das wir begrüßen mit seinem Reiter Christian Allmann, Deutschland, Germany.
8 Punkte 33,80 Sekunden Ergebnis für Christian Allmann und Coronado. 8 Punkte 33 Sekunden 80 Centiem. 8 Penalties in 33,80 Seconds. In der Schweiz gezogen, abstammend von Jameur, ist der 9-jährige Wallach Cardano bei uns, geritten von Niklaus Rucci, Schweiz. Vier Punkte, 41,32 Sekunden, 4 Points, 41 Sekunden, 32 Centimes, 4 Faults, 41,32 Seconds. Aus Phase 1. Nimato Nice Championat zum Start kommt nun Salomon. 11 Jahre alt ist der Hannoveraner von Stolzenberg, geritten von Michael van der Vleuten, Niederlande. Vier Strafpunkte, 39,88 Sekunden, 4 Points, 39 Sekunden, 88 Centimes. Four Penalties sind 39,88 Seconds. Ebenfalls aus Phase 1 für Michael van der Vleuten. Ein wirklich anspruchsvoller Parcours in diesem Art und Ice Championat. Lediglich drei Paare fehlerfrei über beide Phasen. Es führt Dennis Lynch aus Irland, ohne Fehler 33,10 Sekunden. Gefolgt von Gregory Wattle aus Belgien, ohne Fehler 33,33 Sekunden. Und auf Platz 3 Nadia Petersteiner, Schweiz, ohne Fehler 37,20 Sekunden. Das sind die ersten drei im Klassement. Und zu uns kommt LB Queen du Château, 12-jährige Stute von A Casino B, geritten von Christina Liebherr, Schweiz.
4 Punkte, 40,28 Sekunden, 4 Punkte, 40 Sekunden, 28 Centimes. 4 Penalties sind 40,28 Seconds. Erste Phase für Christina Liebherr. Und zu uns in die Bank kommt nun Silver Surfer, der 10-jährige Holsteiner von Kasal im Sattel, Walter Gabatuller, Schweiz. Acht Punkte, 39,21 Sekunden, 8 Punkte, 39 Sekunden, 21 Centimes, 8 Penalties, 39,21 Seconds. Der Start ist nun freigegeben für Don Chalon. 9 Jahre alt ist die in den Niederlanden gezogene Stute von Larino und wird geritten von Rodrigo Silva Morgado aus Portugal. Ebenfalls 8 Strafpunkte, 38,80 Sekunden, 8 Punkte, 38 Sekunden, 80 Centimes, 8 Penalties, 38,80 Seconds. Und weiter geht's mit der 11-jährigen Oldenburger Stute Kavil von Kartogran, geritten von Douglas Lindelö, Schweden.
Jawohl, das ist die vierte Runde ohne Fehler im Marathon Ice Championat. In Phase 2, 38,85 Sekunden, Platz 4 für Douglas Lindelöf und Cavill. Sans faute, quatrième place, 38 Sekunden, 85 centième. A clear round in second phase, 38,85 seconds. His fourth so far. Der 15-jährige niederländische Hengst Van Gogh, ein Sohn des Numero Uno, ist zu uns in die Bahn gekommen mit Marco Kutscher, Deutschland, Germany. Das ist der Wechsel an der Spitze, ohne Fehler, 32,02 Sekunden. Die Führung wechselt zu Marco Kutscher und Van Gogh. Sans faute, premier place, 32 Sekunden, 2 centième. He takes the lead, so far a clear round, 32,02 seconds. Und der Start ist frei für den 10-jährigen Zangers Heidehengst Casanova FZ von Clinton, geritten von Philipp Züger, Schweiz. Vier Strafpunkte, 40,36 Sekunden, 4 Punkte, 40 Sekunden und 6 Centième. Four penalties in 40,36 Seconds. Weiter geht's mit Cyrus Dugrani von Orlando in Frankreich gezogen. Der 11-jährige Wallach mit Edwina Tops Alexander, Australien, Australia.
12 Punkte, 37,37 Sekunden. In Phase 2 für Edwina Tops Alexander. 12 points, deuxième phase, 37 secondes, 37 centièmes, 12 penalties in second phase, 37.37 seconds. Die 10-jährige Zangersheide-Stute Electric Touch ist nun am Start mit Max Kühner, Österreich, Austria. Ohne Fehler, 33,29 Sekunden, das ist Platz 3 für Electric Touch und Max Kühner, sans faux, troisième place, 33 Sekunden, 29 Centième. Third so far, a clear round, 33.29 seconds. Die nächsten beiden bei uns am Start sind der Gérazade du Gévaudan, 11-jährige Stute von Tinka Spoy, geritten von Romain Duguay, Schweiz. Vier Strafpunkte, 40,76 Sekunden. 4 points, 40 Sekunden, 76 Centime. 4 penalties, 40.76 seconds. Wir begrüßen bei uns VDL Group Miss Untouchable. 10 Jahre alt ist die in Oldenburg gezogene Stute von Jaco Blue. In ihrem Sattel sitzt Leopold van Asten, Niederlande, the Netherlands.
Ohne Fehler. 32,94 Sekunden. Leopold van Asten, VDL Group Miss Untouchable. Das ist Platz 2. Deuxième place, sans faux, 39 Sekunden, 21 Centième. Clear in 32.94 Seconds. His second so far. Marco Kutscher und Van Gogh führen für Deutschland ohne Fehler 32,02 Sekunden. Und sonst in die Bahn gekommen ist King Kong, 9 Jahre alt, abstammend von Diamant de Semi, geritten von Eduardo Alvarez Aznar, Spanien, Spain. Vier Punkte, 39,35 Sekunden. 4,39 Sekunden, 35 Centimes for faults in 39,35 Seconds. Und dann die 15-jährige in Irland gezogene Stute Castlefield Eclipse und Paul Estermann, Schweiz. Vier Strafpunkte, 40,11 Sekunden, 4,40 Sekunden und Centième, 4 Faults in 40,11 Seconds. Im Arto-Neist-Championat führt Marco Kutscher und Van Gogh aus Deutschland ohne Fehler 32,02 Sekunden, gefolgt von Leopold van Asten aus den Niederlanden mit VDL Group Miss Untouchable. Ohne Fehler 32,94 Sekunden und der dritte Platz gehalten von Echo de Lobry, geritten von Dennis Lynch, Irland. Ohne Fehler 33,10 Sekunden. Und weiter geht's mit dem 11-jährigen französischen Wallach Sultan du Château von Cannes, geritten von Simon de Lestre, Frankreich, France. Vier Strafpunkte, 38,85 Sekunden, 4,38 Sekunden, 85 Centimes for Fall, 38,85 Seconds.
Wir erwarten noch 8 Paare im Art on Ice Championat der internationalen 2-Phasen-Springprüfung. Im Anschluss folgt dann die Siegerehrung. Und dann bitten wir Sie, um 13.30 Uhr wieder zurück zu sein auf Ihren Plätzen. Dann kommen die emotionalen Momente der Winners of the Year, die Ehrungen unter dem Patronat der Swiss Team Trophy und die Verabschiedung zweier vierbeiniger Superstars aus dem aktiven Sport. Balou Rubin R. ist ein 10-jähriger Oldenburger von Balou du Rouet, wird geritten vom Führenden, um die Wertung des erfolgreichsten Reiters des Mercedes-Benz CSI Zürich 2017, Pius Schweizer, Schweiz. Schade um den einen Fehler an Hindernis 12, 4 Strafpunkte, 32,60 Sekunden, 4 Points, 32 Sekunden, 60 Centième, deuxième phase. 4 Penalties in the second phase, 32,60 Seconds. Und dann der 18-jährige in den Niederlanden gezogene Hengst, der Schaman von Baloubet du Rouet mit Ludger Beerbaum, Deutschland, Germany. Der Fehler am letzten Hindernis der ersten Phase, 4 Strafpunkte, 40,15 Sekunden, 4 Points, 40 Sekunden, 15 Centième. Première Phase in the first phase, 4 Penalties, 40,15 Seconds. Die 12-jährige französische Stute Radina de la Rousserie von Caprice Bois-Margaux ist am Start, geritten von Pénélope Le Prévost, Frankreich, France.
Vier Punkte, Phase 2, 34,98 Sekunden. 4 points, deuxième phase, 34 secondes, 98 centièmes. 4 penalties in second phase, 34,98 seconds. 9 Jahre alt ist der in den Niederlanden gezogene Daimler von Canturano, wird geritten von Werner Muff, Schweiz. Bleiben ohne Fehler Daimler und Werner Muff. Das ist Platz 7. Die Zeit 37,32 Sekunden. Sans faute, 37 Sekunden, 32 centièmes. A clear round in 37,32 seconds. Dann ist der Start frei für Cassionato. Der 12-jährige Holsteiner von Cassini 1, geritten von Michael Whittaker. Großbritannien, Great Britain. Vier Strafpunkte, 42,04 Sekunden, 4 points, 42 Sekunden, 4 centièmes, 4 faults, 42,04 Seconds. Es folgen die letzten drei im Art on Ice Championat. Sieghost Coco Berlini ist bei uns. 9 Jahre alt ist die in Westfalen gezogene Stute von Kaspar mit Gudrun Patit, Belgien, Belgium.
8 Strafpunkte, 39,68 Sekunden. 8 points, 39 Sekunden, 68 centimes, 8 penalties sind 39,68 Seconds. Der 15-jährige französische Wallach Ornette de Jalest ist am Start, geritten von Brian Balsiger, Schweiz. Zwölf Punkte, 43,41 Sekunden in Phase 2, 12 points, deuxième phase, 43 Sekunden, 41 Centième, 12 penalties in the second phase, 43,41 seconds. In Führung unverändert Marco Kutscher, Deutschland, und Van Gogh ohne Fehler, 32,02 Sekunden. Und wir erwarten das letzte Paar bei uns in der Bahn. Hier kommen die beiden. Das ist der 10-jährige belgische Hengst Halifax van Het Kleizebos von Heartbreaker mit Lorenzo De Luca, Italien, Italy. Ohne Fehler, 32,17, und die beiden haben das noch einmal richtig spannend gemacht. Ganz, ganz reicht es nicht. Platz 2.
A clear round, second place, 32.17 seconds. Sans faute, deuxième place, 32 secondes, 17 centièmes. Und somit folgt die Siegerehrung im Art on Ice Championat mit einem Sieg für Van Gogh und Marco Kutscher, Deutschland. Herzliche Gratulation. Special company. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Augenblicken also die Siegerehrung im Art on Ice Championat. Wie Sie sicher bemerkt haben, haben wir eine kleine Verspätung auf das ursprünglich geplante Programm. Bedeutet für Sie, dass Sie nach der Siegerehrung nicht zu weit wegrennen, am besten auf Ihren Plätzen sitzen bleiben, denn es kommt ein besonderer Leckerbissen auf uns zu. Die Ehrungen der Winners of the Year, der Swiss Team Trophy, der Schweizerischen Sponsorenvereinigung für den Pferdesport. Wir begrüßen die besten Reiterinnen und Reiter, die besten Pferde und den besten Veranstalter bei uns. Diese werden geehrt, zu Recht, und im Anschluss dann noch emotionaler die Verabschiedung zweier vierbeiniger Superstars aus dem großen Springsport. Es wäre schön, wenn Sie auch für diese Ehrungen bei uns bleiben würden. Ich kann Ihnen versprechen,
Das wird ein emotionaler Moment werden. Mit etwas Verspätung auf den geplanten Zeitplan von 13.40 Uhr am besten bleiben Sie nach der Siegerehrung gerade auf Ihren Plätzen. Es dauert nicht lange, bis wir im Programm fortfahren können. Herzlichen Dank. Im Anschluss an die Ehrungen der Winners of the Year und die Verabschiedung der beiden Pferde, dann das FIFA-Familienspringen. Bereits zur Tradition geworden im Rahmen des Mercedes-Benz CSI. Und um 18 Uhr kämpfen dann die Nachwuchsreiter aus der Schweiz gegen die Stars des Weltpferdesports um 18 Uhr in der LGT Private Banking Challenge. Ihr wollt Weltmeister? Die größten Musikstars? Fantastische Akrobatik? Ihr wollt Leidenschaft? Emotionen? Die beste Show? Dann kommt zu Art on Ice. Die erfolgreichste Eisshow der Welt ist zurück. Mit den Superstars James Morrison und Chaka Khan, Weltmeister Daisuke Takahashi und den Olympiasiegern Merrill Davis und Charlie White. Meine Damen und Herren, diesen großräumigen und multifunktionellen Pferdetransporter JFK im Wert von 18.500 Schweizer Franken können Sie gewinnen. Gesponsert wird dieser Transporter von der JFK Horse World AG von Fritz Krähenbühl. Und Coupons erhalten Sie am Wettschalter von Sporttipp in unserem Foyer oder zu jedem eingelösten Wettschein automatisch dazu. Die Verlosung findet dann morgen Sonntag während des Mercedes-Benz Classic Longines FEI World Cup statt. Also wetten Sie, das erhöht die Spannung. Sie kriegen dazu automatisch den Wettbewerbstalon und können morgen Sonntag Nachmittag diesen wunderbaren Pferdetransporter von JFK Horse World AG Fritz Krähenbühl vielleicht Ihr eigen nennen. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Wettbewerb. Mercedes-Benz CSI Zürich 2017, das Art on Ice Championat, die Siegerehrung. Und wir begrüßen bei uns die Kutsche von Urs Plüss mit seiner Beifahrerin Manuela und den Pferden Chrissy und Charlie eingespannt. Sowie die Kutschenvariation von Burgbühl Miniatur Horses, dem Zucht- und Ausbildungsstall von amerikanischen Miniaturpferden aus Kilwangen im Kanton Aargau. Und nun begrüßen wir den Sieger und die Platzierten im Art on Ice Championat 2017.
Art on Ice, die Eiskunstlaufshow der Superlative hier im Hallenstadion. Nächste Woche vom 2. bis 5. Februar sehen Sie hier Eiskunstlauf in Perfektion und erleben Musik in Höchstgenuss. Herzlichen Dank an Art on Ice für die Ausstattung des internationalen Championats der Zweiphasen-Springprüfung. Die Siegerehrung wird vorgenommen durch Reto Kavietzel und Oliver Höhner, Co-Präsidenten des Mercedes-Benz CSI Zürich und Veranstalter auch von Art on Ice. Sie werden begleitet durch unsere Ehrengäste, Bundesrat Guy Parmelin und den Luzerner Ständerat und meinen Sprecherkollegen Damian Müller. Das siegreiche Pferd, eingekleidet in die Paradedecke von Mercedes-Benz, die Blumen für die beste Amazone offeriert von Marzano AG und der Pflegerin des Siegerpferdes sein Präsent aus dem Hause Toshiba. Herzlichen Dank diesen Preisspendern. Das Art on Ice Championat 2017 wird gewonnen mit 0 Strafpunkten in Phase 2, 32,02 Sekunden durch den 15-jährigen niederländischen Hengst Van Gogh und Marco Kocar, Deutschland. Herzliche Gratulation dem Sieger. Wir erheben uns zu seinen Ehren. Ertönt die Hymne seiner deutschen Heimat. Der Sieger Marco Kocar und Van Gogh. Die Gratulationen überbracht durch Bundesrat Guy Parmelin, Ständerat Damian Müller und Reto Kavietzel sowie Oliver Höhner. Das Präsent aus dem Hause Toshiba für die Pflegerin von Van Gogh. Herzliche Gratulation an Annemarie. Die Grooms, welche im Hintergrund tolle Arbeit leisten, Tag für Tag und Turnier für ihre Reiterinnen und Reiter. Schön auch Ihnen hier stellvertretend die Pflegerin des Siegerpferdes Van Gogh, Annemarie, ein Präsent überreichen zu dürfen. Der zweite Platz geht an Halifax van Het Kleisebos und Lorenzo De Luca, Italien. Auf Platz 3 stehen VDL Group Miss Untouchable und Leopold van Asten, Niederlande.
Der vierte Platz für Echo de Lobry und Dennis Lynch, Irland. Platz 5 für Electric Touch mit Max Kühner, Österreich. Der sechste Platz für Eldorado van het Weiverhoff und Gregory Wattle, Belgien. Auf Platz 7 die beste Amazone im Feld, Capoeira, geritten von Nadia Peter Steiner, Schweiz. Und der achte Platz für Daimler und Werner Muff, Schweiz. Der Dank an dieser Stelle noch einmal an Art on Ice, vertreten durch Reto Kavietzl und Oliver Höhner. Nicht verpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nächste Woche die Eiskunstlaufshow der Superlative hier am selben Ort im Zürcher Hallenstadion zu bewundern. Die Gratulationen gehen an den Sieger, an Marco Kutscher und Van Gogh. Herzlichen Dank auch an Bundesrat Guy Parmelin und Ständerat Damian Müller. Schön, solche Persönlichkeiten bei uns zu Gast zu haben, und die Gratulation auch an die weiteren Platzierten. Marco Kutscher darf nun die Ehrenrunde anführen. Der Sieger, Marco Kutscher und Van Gogh, Lorenzo De Luca, Leopold van Asten, Dennis Lynch, Max Kühner, Gregory Wattle, Nadia Peter Steiner und Werner Muff. Kutsche von Urs Plus sowie die Buchbühl Miniatur Horses zum Abschluss. Und nun, meine Damen und Herren, laufen Sie uns nicht zu weit weg. Es dauert nicht mehr lange, dann geht's direkt. Ooh.
It's like watching the night sky, all beautiful sunrise. There's so much they want, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars, they burn. Some even fall to someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. Mercedes-Benz CSI Zürich 2017, meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier und heute Nachmittag zur 29. Auflage des CSIs in Zürich. Ein spannender Nachmittag, ein Nachmittag, welcher wir unserem Schweizer Pferdesport widmen, indem dass wir die besten Pferde, die Besitzer, aber auch die Reiterinnen und Reiter und Organisatoren miteinander ehren. Und selbstverständlich im direkten Anschluss der emotionale Höhepunkt, in dem, dass wir zwei Pferde verabschieden werden. Aber zuerst, meine Damen und Herren, the winners of the year 2016. Die Ehrungen, meine verehrten Damen und Herren, sie werden vorgenommen von unserem Bundesrat und Sportminister Guy Parmelin, von Charles Croyer, dem Präsidenten des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport, dem Equipenchef unserer Springreiter Andy Kissler und als Vertreter der Swiss Team Trophy und des OCAS des CSIs Zürich, Urs Theiler. Heißen Sie alle Herren herzlich willkommen. Auch die diesjährigen Ehrungen stehen unter dem Patronat der Swiss Team Trophy. Diese Gönnerorganisation unterstützt seit nun genau 25 Jahren. Und wir dürfen in diesem Jahr also ein großes Jubiläum feiern, den Schweizer Pferdesport. Sei es in der Elite, aber auch im Nachwuchs, unterstützt werden diese Ehrungen unter anderem auch durch den Verband Schweizer Konkurreiter und dem Schweizerischen Verband für Pferdesport. Und wir kommen bereits zur ersten Ehrung, Organizer of the Year. Der Organizer of the Year ist das beste nationale Turnier. Gewinner im Jahr 2016 und somit
das beste organisierte Turnier der Schweiz. Es ist dies Chaison sur Lausanne. Wir gratulieren dem OKA-Präsidenten und seiner Tochter, es ist dies Yves Ritz, welche nun geehrt werden. Der zweite Platz, Sie sehen es bereits angezeigt, geht an den Concours aus Uster. Und auf dem dritten Platz folgt der Concours Polyepite und Galgenen. Hier in der Arena ehren wir jeweils den Sieger und die weiteren Klassierten werden im Anschluss im VIP-Bereich persönlich geehrt. Es ist kein Zufall, meine verehrten Damen und Herren, dass die Westschweiz bei allen Ehrungen so gut vertreten ist. Ein starkes Zeichen der guten Arbeit, aber natürlich auch an den Schweizer Meisterschaften waren rund die Hälfte aller Startenden aus der Romandie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der zweiten Ehrung kommen wir nun zu einer ganz wichtigen Basis für unseren Sport. Es sind dies die Besitzer der Pferde. Sehr oft gehören die Pferde nämlich nicht nur den Reitern, sondern auch einem wunderbaren Partner, nämlich den Besitzerfamilien, zum Teil welche wir auch heute ehren. Die Pferdebesitzer werden als äußerst wichtiger Teil des Teams geschätzt und sehr geschätzt wird auch, wenn die Equipe durch den einen oder anderen in den Nationenpreisen begleitet wird. Und hier kommen wir zu den Eindrücken zum Owner of the Year. Es freut uns außerordentlich, dass wir dieses Jahr auf dem ersten Platz die Besitzerin von Corbinien, Frau Sabina Cartossi, auszeichnen dürfen. Wir heißen Sie zusammen mit Ihrer Familie herzlich willkommen. Corbinien hat eine Gewinnsumme erreicht von 428.472 Franken unter dem Reiter Steve Gerda. Auf den Plätzen 2 bis 9 sehen Sie die weiteren Besitzer eingeblendet mit den höchsten Gewinnsummen des Jahres 2016. Sie werden selbstverständlich geehrt im Anschluss im VIP-Bereich. An dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank an all unseren tollen Pferdebesitzern. Sie leisten einen ganz wichtigen Beitrag für den Schweizer Erfolg. Wir danken mit einem großen Applaus. Wir ehren nun den Rider of the Year auf Basis der Nationenpreis-Nuller. Martin schaffte 6-0 in den Nationenpreise, notabene alle mit seinem Spitzenpferd Clooney. Zudem war er im letzten Jahr erfolgreichster Reiter des CSC Zürich, Schweizer Meister und Sieger des Schweizer Cup Top 10 Final. Die weiteren Platzierten mit den Nullern in den Nationenpreisen sehen Sie eingeblendet. Insgesamt wurden 13 Nationenpreise bestritten, 17 Reiter eingesetzt und 37 Nuller, wovon 7 sogenannte Doppelnuller erzielt wurden. Dies, meine Damen und Herren, ein großer Applaus an die Equipe von unserem Equipenchef und den Reitern. Dankeschön. Und Sie erwarten nun einen Reiter mit seinem Pferd in der Bahn. Martin Fuchs kann leider nicht anwesend sein, weil er heute Morgen gestürzt ist. Blutende Nase hat er herausgetragen, liegt nun im Spital, aber es geht ihm den Umständen entsprechend gut, meine Damen und Herren.